Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Grotech GmbH. Heute stelle ich euch den Phytobreeder vor und wie ihr mit dem Phytobreeder euer Phytoplankton selber machen könnt. Ja, den ersten Planktonreaktor haben wir 2003 auf den Markt gebracht. Das ist jetzt schon das Nachfolgemodell vom Nachfolgemodell. Gibt es in zwei verschiedenen Größen, in 200 mm und 250 mm. Der eine hat 16 Liter, also der große hier hat 16 Liter, der kleine 11 Liter Fassungsvermögen. Ist folgendermaßen aufgebaut. Oben könnt ihr den Deckel runter machen. Da ist auch die Lampe drin. Phytoplankton braucht Licht zum Wachsen. Hier wird dann Luft eingeleitet, um eben die nötige CO2-Menge dem Plankton zuzuführen. Hier haben wir einen Ablaufhahn, könnt ihr das Plankton rauslassen, und unten ist ein Rührfisch noch, den seht ihr jetzt, der bewegt sich jetzt gerade nicht, dass die Planktonsuppe immer schön in Bewegung gehalten wird. So, und jetzt zeige ich euch, wie man den befüllt und wie man den bedient. So, wir haben jetzt mal hier Salzwasser reingefüllt, also frisch angemachtes Salzwasser. Da kommt jetzt noch der Zuchtansatz Phytostart rein. Richtige Flasche, ja. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht sehr, dass es überhaupt grün ist, aber das wird sich nach ein, zwei Tagen ändern. Wir packen jetzt die komplette Flasche hier rein. Also man sieht jetzt nicht wirklich was, aber das ist auf jeden Fall Plankton. Und jetzt kommt dann entsprechend dann die Menge von Phytofood, weil das Plankton braucht ja Nährstoffe. Kommt da rein, da ist ein Messbecher dabei. Wieder dann abmessen, die entsprechende Menge. Dann machen wir die Leuchteinheit drauf. So. Feststrauben. Schalten wir den Rührer ein unten. Der ist stufenlos einstellbar. Das ist dann, kann ich zeigen. Kann man hier einstellen, die Geschwindigkeit regeln. Und noch das Licht, die Beleuchtung. Wir haben jetzt hier noch eine Eheim-Luftpumpe. Die ist eigentlich schon zu groß für das Ding, aber wir haben jetzt keine andere gerade gehabt. Und die wird jetzt hier angeschlossen. Und dann soll das hier ein bisschen blubbern. Ja, und jetzt warten wir einfach mal. So, wir haben das jetzt zwei Tage hier laufen lassen und die Farbe hat sich doch deutlich verändert. Das Plankton hat jetzt Zeit gehabt, praktisch sich zu vermehren und eben die Zelldichte zu erhöhen. Wir haben ja vorher das Wasser angesetzt, da haben wir praktisch die Starterkultur benutzt und dann eben die Nährlösung. Die muss also regelmäßig zugeführt werden. Das Phytoplankton ist eine Pflanze, sage ich mal, sich vermehrt, braucht ja Licht und eben eine Nährlösung. Und CO2. Das CO2 wird durch die Luftpumpe eingebracht. Und das Licht, die sollte man öfters ein- und ausschalten, so im Rhythmus alle zwei Stunden an, zwei Stunden aus, weil das regt dann die Vermehrung von dem Phytoplankton an. Und wir haben hier oben, das habt ihr vielleicht vorher schon gesehen, haben wir noch vier Anschlüsse. Momentan haben wir jetzt bloß einen benutzt, eben für die Luftpumpe. Aber wir haben jetzt noch ein Zusatzgerät, praktisch unser Phytocontrol.
Mit dem kann man den Planktonreaktor also vollautomatisch betreiben. Das heißt, mit der kleinen Pumpe wird praktisch die Nährlösung zugeführt in so einen kleinen Anschluss. Und mit der großen Pumpe wird praktisch frisches Salzwasser oder eben aus dem Aquarium in den Planktonreaktor reingedrückt durch einen Anschluss und durch einen anderen geht es wieder raus. Und durch das, dass eben dann die Luftpumpe angeschlossen ist, wird auch das Plankton, wo dann in dem Abflussschlauch drin ist, eben immer rausgedrückt und wird nicht alt oder stinkt. Ja, mit dem Phytocontrol, da könnt ihr dann praktisch den Planktonreaktor vollautomatisch betreiben. Da wird praktisch gefüttert und Wasser zugeführt und entsprechend dann das Plankton dem Aquarium zugeführt. Und hinten eben kann die Lampe eingesteckt werden und der Magnetrührer. Und wird dann eben die Lampe ein- und ausgeschaltet im 2-Stunden-Rhythmus, was eben die Vermehrungsrate des Planktons erhöht. Ja, scheint eine feine Sache. Und dann habt ihr eben auch eine Fütterung für eure Korallen und für Schwämme vollautomatisch. Je nachdem, was für eine Planktonart ihr eben verwendet, kann auch die Farbe variieren von der Planktonlösung. Das war's schon wieder für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es in der Kommentarleiste eine Frage hinterlassen. Und ansonsten abonniert uns auf Facebook, Instagram und YouTube. Bei YouTube die blaue Glocke aktivieren. Da kriegt ihr immer dann gemeldet, wenn es ein neues Video von uns gibt. Und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.